Das Wichtigste an diesem neuen Landesamt ist, dass Zuständigkeiten verschiedener Behörden gebündelt werden, dass eben von hier aus jetzt die Personen, die abgeschoben werden sollen, die von den zentralen Ausländerbehörden gemeldet werden, als abschiebepflichtig oder rückreisepflichtig, dass die hier ganz gezielt hier jetzt in den Verfahren beschleunigt werden. Einerseits nochmal angesprochen werden, dass sie freiwillig ausreisen und dafür auch entsprechende Unterstützung bekommen. Dass aber umgekehrt, wenn jemand eben einer solchen Aufforderung zur freiwilligen Ausreise nicht nachkommt, dann natürlich gegebenenfalls auch nachgeholfen wird. Wir haben bisher Aufgaben zum Teil bei den Regierungen gehabt, zum Teil bei Polizeidienststellen, zum Teil auch im Ministerium selbst. Und solche Aufgaben werden jetzt zusammengeführt und alle von diesem Landesamt für Asyl und Rückführungen einheitlich gesteuert. Es geht hier ganz einfach darum, dass wir die deutschen und die europäischen Gesetze vollziehen in der Hinsicht der Integration und dem Bleiberecht von anerkannten Flüchtlingen, aber eben auch von der Heimkehr von solchen, die kein Recht haben, hier zu bleiben.